Hallihallo liebe Leute, ich bin Akumisch 21 mal Songs, Let's Play und Crazy Unterhaltungsvideos. Ja, heute geht's endlich mal wieder weiter mit The Walking Dead. Im Prinzip geht's mit meinem Let's Play jetzt endlich mal wieder weiter. Heute ist Donnerstag, der 26.07.2018. Und wie ihr wisst, ihr habt zuletzt letzten Samstag von mir was gehört. Und ich habe ja gesagt gehabt, dass ich PlayStation 3 Videos, also vielleicht mal auch Let's Plays oder einfach so besser Gameplay Videos raushau. Doch erstmal geht's weiter mit den Story Let's Plays, wo ich noch nicht zu Ende gespielt habe, denn die müssen ja endlich mal zu Ende gespielt werden. Wir sind schon bei Episode 4 bei The Walking Dead und die es mitverfolgt haben. Wir wissen, wo wir stehen geblieben sind. Let's go. Wir sind in diesem Haus stehen geblieben und das heißt, wir müssen jetzt erstmal die untere Etage untersuchen. I should finish checking the house before heading back outside. Also, ja, stimmt. Okay. All empty. Leer, okay. Ich werde nichts machen, mal ein kurzes Video machen, wo ich mal meine zwei Mikrofone mal unterscheide. Wie die Qualität ist von ich weiß jetzt gerade noch nicht mal mehr wie das Mikrofon heißt. Nothing. Water's off. Ja, ist abgestellt, ja. Ich muss dann nächstes Mal nochmal gucken, wie das Mikrofon heißt. Ich hab's ja irgendwie total vergessen. Aber es ist auf jeden Fall besser als das von T-Bone. Das alte T-Bone. Oder T-Bone, wie auch immer. Das alte T-Bone, das liegt halt bei mir immer noch da rum. Wird nicht angerührt. So, hier können wir sonst nichts untersuchen, oder was? Ah doch, hier noch. Ja, sein Dog Walter. Anscheinend von das Kind, das hier gelebt hatte. All cleaned out. Leer. Hier können wir noch das Hundefutter untersuchen. Hope we never get desperate enough for food that this starts looking appetizing. Naja, wenn wir es nehmen können. I'm not that hungry. Besides, I need to finish checking the downstairs. So, ich dachte, wenn wir vielleicht erst eine Tüte haben oder so, dass wir vielleicht ein bisschen Hundefutter da reinmachen. Um, falls wir nichts mehr anderes zu essen haben, halt ein bisschen Hundefutter futtern. Naja, im Prinzip geht's ums Überleben. Must have stopped working a while ago. Da isst mal alles, sobald es nicht schlecht oder vergiftet ist. Whoever cleared this place out left behind two bottles of whiskey. Looks like someone didn't have their priorities straight. Juhu, jetzt klingt mein Handy. Okay, Leute, bis gleich. So, ich bin wieder da, Leute. Wurde leider gestört. Ihr habt davon natürlich nichts mitbekommen, denn ich wurde im Prinzip 20 Minuten lang gestört. Ich musste für meine Stiefmutter was nachschauen, weil sie ist krankgeschrieben und ist aber weggefahren und... Ja, ihre Krankenmeldung wurde anscheinend nicht wirklich gefaxt oder so. Whoever cleared this place out left behind two bottles of whiskey. Looks like someone didn't have their priorities straight. Und jetzt wollte sie, dass ich ihr... Nimm Whiskyflasche, okay, nimm mal. Whoever cleared this place out left behind two bottles of whiskey. Nehmen. Looks like someone didn't have their priorities straight. Probably not the best idea right now. I need to stay frosty. Okay, und der Tisch?
Looks expensive and heavy. Doubt any looters would be able to haul that thing too far. Ja, vor allem wenn sie ein gutes Versteck haben und eigentlich sowas gebrauchen könnten, was weiß ich. Haben sich was gut aufgebaut oder so, wer weiß. Oh, hier ist ja Christa und Omid und hier ist Clementine. Oh Leute, ich freue mich schon, wenn ich The Walking Dead Staffel 2 Let's Playen kann. Not exactly my style. Auch nicht unbedingt mein Stil, ja. Traurig, die Familie tot anscheinend oder abgehauen. Ah, der Hund, den haben wir im Grab gesehen. Den haben wir ausgegraben. Okay, dann tun wir mal die Türen untersuchen. Let's go. Okay, nur eine Rümpelkammer. All clear in here. Oder auch nur etwas, wo man Kleider, Klamotten und Jacken aufhängen kann. Okay, mal gucken, was ist hier drin. Nothing hiding in here. Nur das Badezimmer, alles klar. Just one more to check. Ja, noch einer. Schauen wir mal, was die zu sagen haben. Hey guys. How's the house looking? Not done searching the first floor yet, but so far so good. Wegen des Plans mit dem Boot, geht es deinem Bein besser? How's that couch treating you, Omid? Leg feeling better yet? I'm all right. I feel you. Wegen dieses Hauses. Finding this house was a hell of a stroke of luck. I like it a lot better when we know for sure it's safe. I'll make sure. But right now it feels like just the break we needed. Maybe our luck's starting to turn around. I'd like to believe that. Really, I would. Wegen des Plans mit dem Boot. What do you guys think about this plan at Kinney's? The guy's losing it. Look, Lee, I know he's your friend and all, but you need to be careful. That man is on the edge, and I don't know if I want to be around when he goes over it. Kenny's solid. He's just been through a lot, that's all. I hope you're right. For all our sakes. Sit tight. I'll keep checking the first floor to make sure it's safe. Thanks, Lee. Okay. Ich denke mal, dass ich in der nächsten oder übernächsten Folge mit Facecam mache. Denn das kommt so langsam auch so weit, dass man mit Facecam machen kann, weil da kommen auf jeden Fall noch so krassere Dinge auf. Holding up okay? I hope this house is safe. Have you checked all the rooms to make sure? No, but I'll take care of it. Ja. Denn wir kommen langsam bald ins Finale. Hier können wir ja auch hier hoch. Kenny and Ben have the second floor covered. I should finish checking down here. Okay, die letzte Tür. Wagen wir es uns, Leute? Natürlich. Jesus! Wow. What happened? It's nothing. Just nothing. Yeah. Well, place ain't got much. We should be okay here for a while. At least until it quiets down outside. Good. Thanks. Is he okay? Yeah, for now. But I'm really worried his leg might have gotten infected. Don't suppose you turned up any meds while you were poking around? Nah, just dog food. And there's some whiskey in the back. I was just asking Clementine if she knows who the man on her radio is. It's okay, honey. You can tell us. Who is he? What does he want? Hör zu, Clem. Go ahead, Clem. It's okay. You're not in any trouble.
It's just a friend. I don't think he wants to hurt us. What has he been saying to you? What have you been saying to him? I told him I was trying to find my parents and that they were in Savannah. He really seems nice. I think he wants to help me find them. Clementine, honey, trust me, that's not what he wants. He... Lee? Was? Ben? Lee, you need to get up here now. What's wrong? It's Kenny. Us? Kenny said he thought he heard something up there. Went to go look. He's up there? I can't get him to come down. Stay here. Okay, we're missing the hole. Kenny? Kenny, you okay, man? Oh, Jesus. What the hell is that? Du Kacke. Ein Zombie-Junge. Kinda looks like Duck, don't he? It's just a kid. What the hell happened to him? Ain't nothing on him. Guess he must have been hiding out of here. Starved to death. Jesus Christ. I don't know if I can, Lee. Couldn't do it before. Can't do it now. Du schaffst das. Das ist nicht dein Sohn. Before it was your own son. Now it's just a kid who needs your help. You can do this, Kenny. You need to do this. I know. I just... Oh, God. Aber man kann auch wieder zurückgehen, wenn man will, okay? This must have been where he slept. What a way to live. What a way to die. Just ran out of food, like we almost did. Like we still might. Echt schrecklich, oh. All that day. He probably died of dehydration before he starved. Damn. Scheiße, er hat auch kein Wasser mehr gehabt. Das ganze Wasser leer gesoffen, vor allem. So eine kleine Wasserflasche hilft nicht viel. Scheiße. Come on, man, let's just go. I can't just walk away from this. Can you? Nein. No, you're right. We gotta take care of this. Okay, es gibt dir die Waffe. Here. This'll make it clean and quick. I don't know that I can do it, Lee. Ich weiß, dass du das schaffst, Kenny. Komm, du schaffst das. I know that you can. I couldn't even help my own boy. That was your own flesh and blood. No father could have done that. But you can help this boy. Do what's right for him. Send him on his way. Das ist nicht dein Sohn. Das schaffst du. We should bury him. I'll take care of it. Thank you.
Okay. Dann müssen wir den Kleinen begraben. Mit seinem Hund anscheinend. Aber ist auch besser so, das sind die beiden für immer vereint. Ja. Okay, let's go. Begraben wir ihn. Muss schwer für Clementine sein. Aber wir machen das Richtige. Okay, jetzt sieht man ihn nicht mehr, nur noch seinen Fuß. What the fuck? You come back here, I'll kill you! You understand? I'll kill you! Lee, what's going on? I saw someone standing there by the fence, watching us. A walker? No, too fast. Took off like a bat out of hell when I spotted him. Was it a man or a woman? Didn't get a good enough look. What does it matter? I'm wondering if it's the same guy who's been following us. The guy on the radio. Das könnte sein. Das ist Jimmy? I'm fine. I'm fine. What's all the ruckus? Lee saw someone watching us from outside the gate. What? Who? I can't be sure. They ran off before I could get a good look. I don't like this one bit. Not one bit. Me either. Walkers are one thing. But the thought of someone out there actually stalking us. All right, that's it. We've stuck around here long enough. It's time to get back on track. Time to get down to the river and find ourselves a boat. I don't know if Omid's well enough to move yet. Well, he better get ready, because I'm going down to River Street right now to find a boat. And as soon as she's ready to go, we're moving out. I'm with Kenny. The sooner we get the hell out of here, the better. Well then, hell, what are we waiting for? I'll go get my stuff. No, Ben, you'll only slow us down. Lee and I can go scout the river while the rest of you get ready to move out. You stay behind with Krista and Omid. Wait, can't I come? My mom and dad can't be far now. Maybe we can look for them on the way to the river. Tut mir leid. We need to focus on finding a boat right now, Clem. Like we talked about on the train, remember? Okay. Daylight's burning. Gonna go grab my gear, then we'll head out. Come on, Clem. Let's go see if Omid needs anything. So, you're just gonna leave me on the bench here? Ben. I'm worried about Omid. He's in bad shape. I need you to stay here. Keep an eye on him. He's got Krista for that. If it comes down to it, I can't rely on Krista to do what has to be done. Not with Clementine in the same house. You understand what I'm saying? Yeah. You can count on me. Good. That's good. Gut, hat gespeichert, Leute, und
Dann machen wir erstmal einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play The Walking Dead. Bis dann, euer Kommissi 21. Yeah!